Qualitativ hochwertiges, sauberes Trinkwasser kommt täglich über ein knapp 900 Kilometer langes Leitungsnetz in die Salzburger Haushalte. Das meiste Trinkwasser für die Landeshauptstadt kommt übrigens aus Glaneck und St. Leonhard am Fuße des Untersbergs. Aus diesem Grund machen wir uns auf den Weg Richtung Grödig südlich der Stadt Salzburg, um dort in Glaneck Heinrich Gernigl zu treffen. Am Gelände der Salzburg geht es gleich ins Pumpwerk 6. Dort steht eine der Pumpen, die das Wasser über eine 6,5 Kilometer lange Leitung auf dem Mönchsberg und Kapuzinerberg pumpt. Von dort wird das Wasser auf die Stadt Salzburg aufgeteilt. In Glaneck wird das Wasser übrigens aus dem Grundwasser gewonnen. Das Grundwasser muss man sich so vorstellen, der Niederschlag versickert den Boden. Vom Untersberg gibt es unterirdische Versickerungen. Und es ist wie ein großer See, der mit langsamer Geschwindigkeit Richtung Norden, Richtung Salzburg hin entwässert. Und aus diesem riesigen See entnehmen wir über Brunnen das Wasser. Um genügend Wasser liefern zu können, wird in Glaneck zusätzlich Untersbergwasser beigemischt. Dieses Untersbergwasser versickert dann ebenfalls bis zum Grundwasser. Das Versickern ist wichtig, weil der Untersberg aus Karststein besteht und somit kein völlig reines Wasser hervorbringt. Ist das versickerte Wasser mit dem Grundwasser vermischt, fließt dann richtig sauberes Trinkwasser in die Brunnen in Glaneck. Wir haben hier diesen Schacht, 31 Meter tief. Am Fuße gehen die Horizontalfilterrohre hinaus. Über die kommt das Grundwasser in den Schacht hinein, spiegelt auf, so hoch wie der Grundwasserspiegel ist. Und über diese hier grün eingezeichneten Rohrleitungen und Pumpen wird das Wasser zum Hochbehälter am Mönchsberg und Kapuzinerberg gefördert. Auch das versickerte Wasser des Rosittenbaches trägt zum Wasserreichtum bei. Und dieses System gibt es jetzt schon seit 90 Jahren. 1928 hat man hier in Glaneck begonnen. Die Trinkwasserversorgung war ursprünglich auf Quellversorgung ausgerichtet. Und man hat gemerkt, der Verbrauch in der Landeshauptstadt steigt immer wieder an. Und daher hat man dann gesagt, wir brauchen weitere Wasserquellen und hat hier ein ergiebiges Grundwasserfeld in Glaneck gefunden und hat ursprünglich mit einem Brunnen begonnen. Der hat heute auch die Bezeichnung Brunnen 1 aus 1928, wo er wasserrechtlich bewilligt worden ist, der heute nach wie vor in Betrieb ist. Und wir haben da eine wasserrechtliche Befristung gehabt und dieser Brunnen, da haben wir jetzt wieder um Wiederverleihung dieses Wasserrechts angesucht. Und wenn schon so viel Wasser fließt, dann kann man auch gleich Strom damit erzeugen. Das hat man auch schon im Jahr 1928 so gemacht. Die alte Turbine hat allerdings schon ausgesorgt. Und im Jahr 2000 haben wir hier eine moderne Pelton-Turbine neu errichtet. Wir erzeugen hier ungefähr 520.000 Kilowattstunden im Jahr. Und diese Energie speisen wir hier in Glaneck ein und verbrauchen sie selber wieder für unseren Pumpbetrieb und unseren Betrieb hier im Grundwasserwerk. Die alte Turbine befindet sich übrigens im Wasserspiegel, dem Wassermuseum der Salzburger AG am Mönchsberg. Dort gibt es auch aktuell eine Sonderausstellung. Das Ganze noch bis Oktober 2018.